Sie sind hier 18. Oktober 2018, 14.41 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Fabian Bradlow droht gegen Hoffenheim, die Bonk Urheberrecht Getty Images D1. SC Nürnberg erwägt beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim einen Torwartwechsel. In der Verteidigung kehrt ein Leistungsträger der vergangenen Saison zurück. Trainer Michael Köllner hat nach eigenen Angaben noch nicht entschieden, wer am kommenden Samstag im Tor des 1. FC Nürnberg stehen wird. Nach den zwei deutlichen Auswärtsniederlagen bei Borussia Dortmund 0:7 und RB Leipzig 0:6 gilt ein Wechsel von Fabian Bradlow zu Christian Matenia als wahrscheinlich. Köllner aber betonte, ich habe mich noch nicht festgelegt. Wir müssen schauen, wer für das Spiel ideal ist. Gegner des nach dem Aufstieg zu Hause noch ungeschlagenen Club ist am Samstag Bundesliga 1. FC Nürnberg TSG Hoffenheim ab 15.30 Uhr im Live-Ticker im Max-Morlock-Stadion. Die TSG Hoffenheim. Anzeige, jetzt die neuen Trikots der Bundesliga kaufen, hier geht's zum Shop. Wenn unser Stadion wieder diese Kraft entwickelt wie gegen Mainz, Hannover und Düsseldorf, dann ist mir nicht bange, dass wir auch Hoffenheim in die Knie zwingen können, sagte Köllner. Eton vor Comeback in den bisherigen 3 Heimspielen hat der Club nur ein Gegentor kassiert und 8 Punkte geholt. Köllner wird voraussichtlich auf den genesenen Everton setzen. Der brasilianische Abwehrspieler, Leistungsträger beim Aufstieg in die Bundesliga, hatte sich vor der Saison verletzt. Wieder einsatzbereit ist der zuletzt angeschlagene Eduard Löwen, der lange verletzte Sebastian Kerk, Achillessehne, könnte wieder im Kader stehen. Ein Fragezeichen steht hinter Angreifer Michael Eischek, muskuläre Probleme, von Sportinformationsdienst.